Servus Basistoxi und somit herzlich willkommen zu einem neuen Video und somit zu einer weiteren Folge unserer Wie löst man einen Rubik's Cube Folge. So, in den letzten zwei Videos habe ich euch erklärt, wie man das erste Layer löst. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, checkt das unbedingt ab. Links dazu sind in der Videobeschreibung, denn es ist wichtig, denn die Videos bauen sozusagen aufeinander auf. So, wie gesagt, wir haben jetzt das erste Layer gelöst und unser Ziel ist es heute, das zweite Layer ganz zu lösen. Generell. Unter dem zweiten Layer versteht man sozusagen, dass wir jetzt hier sozusagen, also die erste Lane hier haben wir ja, also rot, grün, orange und blau, ist ja selbsterklärend. So, das war ja das erste Layer. Das zweite Layer ist, wenn wir jetzt sozusagen auch die zweite Lane voll mit diesen Farben haben und halt, dass es halt dann auch so übereinstimmt. Dazu müssen wir sozusagen hier die richtigen Kantensteine einsortieren. Das sind sozusagen die einmal der Kantenstein, der blau und orange ist, einmal der Kantenstein, der orange und grün ist, einmal der Kantenstein, der blau, grün und rot ist und einmal der Kantenstein, der blau und rot ist, also rot und blau. Genau. So, generell, ihr sucht euch den als erster. Also zum Beispiel habe ich jetzt hier den rot-grünen. Und den sortiert, also den dreht ihr dann sozusagen hier oben so hin, dass ihr, wenn ihr ihn hier einsortieren müsst, sozusagen hier ist. Also das müsst ihr einfach lernen. Er soll sozusagen hier rein und hier muss er sein. So, und dann, da kommt ihr jetzt nicht drum rum, müsst ihr den Algorithmus anwenden. Den müsst ihr auch irgendwie, ja, wie sagt man, lernen oder so. Und zwar geht der so, wir blenden ihn euch auch gleich nochmal ein. Hoch, rüber, runter, rüber, hoch, rüber, runter und nochmal rüber. So, jetzt seht ihr, haben wir ihn hier drin. Das Problem ist nur, wir haben ihn jetzt, also die beiden Steine hier sind vertauscht. Das heißt, wir müssen den Algorithmus noch zweimal machen. Wenn er jetzt natürlich schon richtig gewesen wäre, hätten wir den Algorithmus nicht mehr machen müssen. So, zweimal gemacht und schon haben wir hier den Kantenstein eingelöst. So, und das machen wir jetzt im Endeffekt mit allen anderen Kantensteinen auch. Zum Beispiel haben wir jetzt hier den orange-blauen hier. Den drehen wir jetzt hier rüber, weil er muss hier rein. Dann machen wir wieder den Algorithmus. Zack, diesmal ist er schon richtig drin. Müssen wir den Algorithmus nicht zweimal machen. Dann hier einmal den grün-orangen. Der steht eh schon richtig. Drehen wir rein. Ah, der ist falsch rum. Okay, müssen wir den Algorithmus nochmal machen. Also noch zweimal sozusagen. Einmal und dann noch ein zweites Mal. Okay, so, dann haben wir den jetzt auch einsortiert. Das letzte ist noch hier dieser blau-rote. Den müssen wir auch noch einsortieren. Wieder der Algorithmus. Okay, er ist immer noch nicht ganz richtig drin. Müssen wir den Algorithmus noch zweimal machen. Zack, und dann nochmal. Bam, er ist drin. Und seht ihr, so leicht, schon haben wir das zweite Layer gelöst. So, das war's mit dem Video. Ihr habt ja gelernt, wie ihr das zweite Layer gesamt löst. Wie gesagt, checkt die ersten zwei Videos aus, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Ist wichtig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt euch, wie euch die Serie gefällt und lasst auch ein Abo da, falls ihr zu dieser Serie auch nichts mehr verpassen wollt. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.